willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy, jawohl. Und wir sind wieder zurück. Ah, jawohl. In einer weiteren Folge von Okay, alles klar, das passt so, jawohl. Heute leider immer noch ohne den Zero Star, aber ich habe ja gesagt, ich überlege mir was, wie wir noch Content aus dem Spiel rauspressen können, alle. Ja? Und ich würde einfach sagen, Stahlhalla, Alter. Das hatten wir schon mal, machen wir doch direkt wieder, nur mit der G Auriel, mit dem neuen Charakter, wo wir schon ein bisschen hochgezockt haben. Und ja, einfach rein. Stahlhalla gibt es keine Items, das kennen wir schon. Das heißt, ich werde aber auch dann überhaupt nicht, also gar nicht, auf diese Superattacke gehen. Denn die wird mich ja da rausnehmen. Jetzt gucken wir mal, was die 3 hier wert ist. Aber. Richtig gut. Richtig gut. Loading Screen. Passt. Während im Loading Screen, mache das Game doch nochmal ein ganz kleines Stückchen leiser. Weil ich habe keine Ahnung warum, aber mein Mikrofon ist irgendwie total am Abscheißen zurzeit. Es wird auch mal wieder echt Zeit für was Neues. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Ich gucke einfach mal direkt, was die 3 wert ist. Die 3 ist richtig gut was wert. Wir gehen direkt wieder drauf. Ausweichen. Bevor wir da noch irgendwie einen auf den Sack kriegen. So, die 5 ist auch noch eine gute Attacke für die Mitte. Also wir gehen mal ran. 5 und rollen raus. Oh, das war auch viel wert. Sehr schön. Aber die sind auch Level 15, sehe ich gerade. Also dann ist das nicht aufs Level angepasst, sondern dann ist das tatsächlich ein einheitliches Level. Das ist interessant. Oder Zero, was sagst du dazu? Sorry. hallo. Okay. Jetzt geht das. Ja, jetzt komm. Erscheinen 1 bis 15 Gegner. Dann mach mal. Achso, ich muss ja hier F drücken. Bumm. Raus das Ding. Da gibt's sofort in die Schnauze. Passt. Komm, ran da. Mach mal auf, Alter. Ich glaube, da lasse ich mich jetzt nicht lumpen. Da mache ich den zweiten auch gleich auf, Alter. Weil Pflicht. Ja, dann machen wir den dritten auch gleich auf, weil ich habe so das Gefühl, nach einer 3 ist hier dann schon Schicht im Schacht. Das probieren wir doch direkt mal. Das heißt, wir pullen die ein bisschen schön hier durch. Da kommen mit einzelnen kommen wir noch klar. Und 3. Und da hinten ist die Messe gelesen. Also, das Ding sieht doch gut aus. Gut. Jawohl. Ja, kommt, nächste Phase. Nächste Phase, kommt, es muss hier Schlag auf Schlag gehen, Alter. Und wie geht's euch so? Also ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen deprimiert, dass der gute Zero, dass er immer noch kein PC hat. Da ist echt gefühlt alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Auftritt, okay, ja, Kante Soma, Bereich, weniger Laufgeschwindigkeit, ja gut, ich meine, alright, aber wen juckt's, Alter? Weil wir sind hier so dermaßen overpowered. Eigentlich muss ich überhaupt auf gar nichts achten, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ich denke, ich kann hier einfach nur irgendwie rein in Games, also weil Leute, für was? Uah, was mache ich denn? Hoppala. Jetzt habe ich hier ein bisschen die falsche Tasche gedrückt. Ah. Armor Break, warum auch nicht alle rein? Jetzt mach mal das Maul zu, Junge. Was das? Das hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwerer vorgestellt. Scheiße. Aber ich denke mal, dass die Dinger werden auch stärker. Also, das ist jetzt halt hier am Anfang ein krasses Durchgerennen. Phase 5. Direkt die letzte Phase schon. Und da sind wir das letzte Mal schon fett gescheitert. Und da werfen wir erstmal eine 3 rein. Ja, also ganz klar. Dann warten wir mal, bis die sich hier ein bisschen ansammeln. Und dann werfen wir schon eine 5 rein. Zack, ganz easy. Oh, der hat es ja auch gar nicht geschafft. Oh, hoppala. Das ist ja ein komisches Ding jetzt hier.
Oh, ich würde mal sagen, da werfen wir jetzt aus diesem Blickwinkel hier auch wieder eine 3 auf die Trash. Alle ganz easy. Ach ja, lol, die sind ja auch draufgegangen. Oha. Okay, dann würde ich sagen, um das Ding schon zu klären, haben wir hier noch kurz 5 drauf. Alle. Perfekt. Und dann ist meine 3 ja auch wieder da, sehe ich gerade. Das heißt, die schmeißen wir dann auch schön in die Trash rein. Und dann war's das eigentlich schon. So. Ja, das war's davon. Ja gut, noch nicht. 5 Minuten da kurz durchgeeiert. Ja, ist geil. Ja. Aber ich meine, das war jetzt auch nicht so... Ja, es war jetzt halt auch nicht die krasse Herausforderung so, aber... Scheißegal, Alter. Wir gucken mal in Stahlhalle rein. Das haben wir jetzt, das ganze Projekt eigentlich komplett... Ja, das haben wir jetzt eigentlich wirklich komplett ignoriert, das Thema. Haben uns einfach nur auf die Story fokussiert und ich glaube, doch, wir haben es einmal probiert und da haben wir halt richtig böse in die Fresse bekommen. Und ja, wenn du halt schon mal richtig fett da in die Fresse kriegst, dann auch wieder die Puppen, dann überlegst du es dir halt nochmal erstmal. Ja, aber jo, was zum Teufel machen die da? Okay, da schmeiß ich erstmal aus der Perspektive meine 3 rein, aber die erwischt du halt nie alle. Da ist mal der 1 drauf im Jumpen. Und dann müssen wir halt jetzt hier manuell noch aufräumen, die Scheiße. Ja, mach mal das Maul zu jetzt. Oh, hi, ich hab's erst mal Schaden bekommen. Das ist ja gar nicht nice hier. Und dann gehen wir jetzt mal hier für den 5. Das wird ja schon reichen, um die zusammen. Ah, okay, die sind ein bisschen. Ah, okay, die verteilen sich ein bisschen mehr. Da ist jetzt nicht so einfach dran zu kommen. Aber egal. So. Phase 2. Dann gucken wir, dass wir hin. Lauf doch! Und dann gucken wir mal, dass wir mal jetzt vielleicht die Zeit überbrücken können, bis der arme Zero endlich ein PC hat. Weil das ist jetzt schon eine viel längere Pause als eigentlich da. Aua! Ey, was sollen die Scheiße? Oha, das geht ja mal übel ab hier. Okay. Ja, dann gehen wir doch da einzeln ran, würde ich sagen. Ja? Obala. Weil die Dinger, die machen ja... Oh, Alter, die machen ja echt einen Haufen damit, Alter. Ja gut, aber die sind halt mit Level 18 halt immer noch kein Problem. Also, die werden auch... Ich glaube, die nächsten Runden kein Problem sein. Also ich glaube nicht nur, dass das jetzt diese sein wird, sondern die machen uns wahrscheinlich erst ein Problem, wenn die so auf Stufe 35 sind. Sowas, denke ich. Vorher dürfte das eigentlich noch kein Problem sein. So. Lauf rein. Hallo, lauf doch. Danke. So, was haben wir denn jetzt? Schmächtige Giftgase. Na, zeig mal her. Okay, aber irgendwie ja doch noch nicht. Ah, guck mal, die stehen nah beieinander. Da kann man mal eine 3 drauflegen, Alter. Aua! Ach hier, aua. Alter, jetzt geht das los, okay. Oha, krass. Das ist, okay. Uff. 110 Puppen besiegt, ja, nice. Ja, gut. Ich glaube, den Erfolg, den hatten wir tatsächlich schon, weil wir halt... Story-technisch und Nebenquest-technisch alles eigentlich gemacht haben mit unseren. Ah nein, ich weiß, woran das liegt. 110 Puppen. Wir hatten, ich habe mit der noch gar, ich war ja mit der gar nicht in Area 43, alle fällt mir gerade ein. Ich bin ja direkt eigentlich in Gray City rausgekommen. Da, wo wir jetzt aktuell mit unseren Let's Play-Charaktern sind. Da bin ich ja mit ihr direkt gespawnt mit Level 16 oder so, glaube ich. 13? I don't know. Hidden Quest, okay. Ellos macht. Ja. Ja, Ellos macht ist unsere 7, wenn wir quasi komplett ausrasten. Aber brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Also. Jetzt gucken wir, dass wir das vielleicht doch hier ein kleines bisschen noch gepult kriegen. Ja, nice. Sehr schön. Aha! Ah ja, so wird jetzt hier gespielt oder was? Gut,
Ja, mal rein wie Ninja. Wie Ninja machen wir das. Rein, raus. So, beide schon down. Sehr gut. Dann schmeißen wir hier nochmal eine 3. Holen uns den kleinen Scheiß ran. Machen die mal weg, die Nervkünder. Und dann ist komplett, Alter. Ja, aber völlig okay bis jetzt. Bis jetzt läuft es richtig gut, Alter. Können wir so gar nichts sagen. Aber ich denke, das ist halt null Herausforderung bis jetzt. Ausweichen, 5-mal benutzen. Oh, er. Aha, aha, aha. Okay, das war's von ihm. 5-mal ausweichen, müssen wir benutzen. Haben wir geschafft jetzt. Okay, aber dass der hier dann noch so abblendet, das finde ich ja ein bisschen beschissen, Alter. Ach scheiße, ich habe mein Move gar nicht frei. Dann könnten wir eigentlich auch mal wieder zum passenden Zeitpunkt eine 5 reinschmeißen. Sehr schön. Die regelt nämlich auch ganz gut auf Fläche bezogen. Ah, und weg. Ja, hallo. Läuft komplett gut für uns. Auch komplett so. Das war's schon, die zweite Phase. 11,5 Minuten. Jetzt ist die Frage, reicht das schon für heute? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da gehen wir nochmal für schöne Phasen da durch. Alter. Ja, ich glaube, da gehen wir nochmal rein. Also so einfach läuft das nicht. Alter. Wie viele Kapitel gibt es denn da? 15 Kapitel. Ich glaube, da werden wir uns jetzt... Und ich hoffe, dass bis dahin Zero wieder am Start ist. Aber damit werden wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal beschäftigen. Okay, ich muss manchmal meine Tastatur nicht verstehen, Alter. Oh, die spawnen eigentlich schon richtig gut für eine 3. Wir haben jetzt bis auf 4 Stück alle erwischt erstmal. Das ist schon mal sehr gut. Oh, die schreien nach einer 5. Das sehe ich. Die wollen eine 5 haben. Ganz klar. Und die wollen hier einzeln durchpassiert werden. Sehr schön. Jawohl, das bietet sich eigentlich auch wieder für eine schöne 3 an. Jawohl, sehr gut. Hier schön Zeit sparen, Alter. Richtig durchgehen, so richtig. Geil. Okay. Steel Grave, Stahlhalla. Ja gut, also hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sich das wirklich komplett an die Stärke, wo man gerade aktuell hat, anpasst. Okay, ich glaube nicht, dass der voll aufgeladen nötig war jetzt, aber ich habe ihn aufgeladen bekommen, von daher passt. Ich dachte mir eigentlich, dass das jetzt hier so... dass das jetzt komplett angepasst ist. Und dass man sich da halt voll ein abfuckt. Aber da denke ich, bis zu dem Zeitpunkt rushen wir halt durch und dann werden wir mal voll auf die Schnauze kriegen, ja? Okay, nice. Ja, okay, nehme ich auch an. Also wir haben jetzt bei den Puppen Phase 1 haben wir übel Schaden bekommen tatsächlich. Und seither gar nicht mehr. Wahrscheinlich, ja, das heißt wahrscheinlich, das lag zu 100% komplett an meiner eigenen Dummheit. So. Ein Magnetfeld, das Verbündete lähmt. Gegner und Verbündete. Aha, ja, dann machen wir anders, Magnetfeld, jo. Sieht er wahrscheinlich nicht, doch sieht er jetzt. Okay. Okay, dann setzen wir hier eine 1 rein. Die macht nämlich auch schön Flächenschaden. Also hier, die Chiaure, die, wenn man es mit der richtig, wenn man das richtig, wenn man richtig Bock hat, Alter, dann kann man mit der wunderschön auf Fläche Schaden machen. Das ist richtig geil. So, die 5. Also hier die 5 Attacke. Dann haben wir die 3er. Also die hier. Zack. Die zieht halt dann eher in eine Linie, aber die knallt halt weg und holt wieder ran. Also top. Und jetzt in so richtig krass harten Gebieten habe ich eigentlich bisher immer so gespielt. Ich habe eine 3 geschossen, sind alle hergekommen, weil nur die, also meistens haben nicht mal die Trash-Mobs, haben die Trash-Mobs sogar überlebt, so ein Angriff. Und dann, wenn sie da waren, direkt die 5 gepressured. Und so wie die reingezogen wurden, hat die 5 zusammen. Ah, schon nicer. Die Chiaure, die spielt sich echt gut. So, einmal mit der 3 durchrasiert. Das ist. So, ich weiß jetzt hier die 5 hin. Und die 5, die hat nicht funktioniert. Das ist natürlich auch sexy.
Oh, 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 oh. Da gehen wir raus. Also das Geräusch hat mir gerade einfach nicht gefallen wollen. So. Ah, nicht vorbeihauen. So, und was willst du jetzt? Scheiße. Nein! Na egal, komm weg jetzt. Was halte ich mich überhaupt mit ihm so lange auf? Sein Gesicht. Ja, fast clear, alle. Komm, nächste Phase. Ja, muss mal rein. Jo, aber so wie ich das sehe. Letzte Phase. Ja, ich denke, dann reicht's auch. Aber so wie ich sehe, brauche ich tatsächlich nur zu 20 Sprungangriffe. Na ja, gut, das kriegt man sogar irgendwie hin. Schön. Aha, ja, aber komm, die lassen wir doch alle frei direkt. Mach mal ran da. Ach, das zählt ja nicht mal als Sprungangriff. Oh, okay. Ah, den drücke ich einfach so ein bisschen durch, hallo, weil... Oh, scheiße. Okay, das war ein bisschen dumm. Aber gut, wir lassen beide die Kollegen frei. Halb. Da mache ich nicht mit. Komm, das drücken wir jetzt einfach voll durch hier. Ah! Um. Danke. So. Oh, zwei Bossmobs sogar. So, dann schmeißen wir eine 3 rein. Dann ist erstmal gut. Oh, noch einer. Gut, hat Sache. So, dann schmeißen wir eine 5 drauf. Und wer überlebt, kriegt noch eine 3 ab. Wo nicht trifft. Hey, Mann. Egal, dann schmeißen wir dich halt mit der 3 weg. Scheißegal. Ach, in Kürze werden mächtige Gegner erscheinen. Das war's noch nicht. Ah, alles klar. Okay, da habe ich mich ein bisschen zu sicher gefühlt. Quest? Da kommt ein Quest-Mob raus? Wie geil. Wie geil ist das denn? Also, drauf. Den Crit-Schaden anmachen. Rein. Da noch eine 5 in die. Auf geht's. Zack, weg da. Ja, aber jetzt, oder? Jetzt. Alles klar. Sehr gut. Dann verlassen wir. Die ersten 3 Phasen hätten wir abgeschlossen. Die ultimative Herausforderung war es jetzt so noch nicht. Aber ich denke mal so zum Warmspielen war es ganz okay. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hier rein. Und ich hoffe, dass dann auch wirklich in Bälde der Zero dann wieder am Start ist. Und ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Macht's gut. Haut rein und bis dann. Tschüss.